Faszinierend, einfach traumhaft. Und da merkt man, Brasilien ist mehr wie Pele, Brasilien ist mehr wie Fußball. Genau, Brasilien ist so, so viele Sachen. Es ist nicht nur die Caipirinha, Frauen und Samba. Brasilien ist die Plural. Kann man sagen, Brasilien ist die pure Lebenslust? Alegria de vida. Ja, total, total. Aber wir haben viele, viele Sachen, aber unser, ich muss es verlangen, es ist verlangen. Was es in Brasilien halt viel mehr gibt als hier, ist dieses im Moment sein, dieses total im Rhythmus und sich dann freuen, ne, an diesem Rhythmus, an der Musik und einfach nicht an das Morgen denken, jetzt das Leben genießen und man ist voll da. Das hat man genau hier gemerkt, also da sind die Leute einfach ganz plötzlich kommen, haben alles rundherum vergessen, das hat man richtig gesehen. Und das ist schön, das ist Leben. Ja, man taucht so ein in den Rhythmus. Genau. Ne? Und in Brasilien gibt es ja viele verschiedene Rhythmen. Was wir heute gehört haben, ist der Rhythmus aus Bahia. Ja, das ist Axé, das ist Samba Reggae. Das ist etwas anderes als Samba. Okay. Und das ist wieder etwas anderes als Forró aus dem Nordosten oder als Carimbó aus dem Norden. Natürlich, Brasilien ist 100-mal so groß wie Österreich und hat da natürlich sehr viele verschiedene Musikstile, wobei man sagen muss, dass der maßgebliche Einfluss kommt einfach aus der afrikanischen Musik. Das merkt man auch vom Rhythmus her. Und was sehr gut ist, ich habe es gemerkt, ich bin da hinten gestanden, habe zugeschaut, ich habe keine Minute ruhig bleiben können. Das heißt, das ist ja auch in mir immer wiederum der Drang nach Bewegung gewesen. Und da merkt man, das ist dieser Impuls, das ist Leben, der Puls des Lebens. Já pintou verão, calor no coração, e a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos doutor e Osmar. Na Avenida 7, na paz e o Sutiete, na paz. Eine wunderbare Veranstaltung, noch vielleicht ein bisschen zum Verein. Was für eine Aufgabe hat dieser Verein?
Also der Verein wurde gegründet im Jahr 2009 und hat sich in den ersten Jahren eher der Bildungsarbeit gewidmet. Also Vanessa ist ausgebildete Lehrerin und studierte Pädagogin und hat hier ein neues Projekt initiiert, nämlich Portugiesisch für Kinder, sowohl im Vorschulalter als auch dann in der Volksschule. Also sie hat geleitet das erste Mal hier in Wien den muttersprachlichen Unterricht in Portugiesisch an der öffentlichen Volksschule. Das ist dann für die Kinder, die eigentlich zu Hause Portugiesisch sprechen, die aber nicht alphabetisiert sind in ihrer Sprache. Und Lesen und Schreiben ist eben auch sehr wichtig. Das waren die ersten Jahre. Und jetzt geht es immer mehr in Richtung Kultur. Das heißt, hier das brasilianische Kulturfestival Wien, einmal im Jahr. Und auch in Brasilien gibt es jetzt ein Kulturzentrum, Casa do Brasil, Brasil Austria, nein, Brasa de Cultura, Casa de Cultura, also Kulturhaus Brasilien, Österreich. Das haben wir letztes Jahr eröffnet, da bringen wir dann Kunst aus Österreich und Kultur aus Österreich. Das zeigen wir auch in Brasilien. Und die Rumpf ist die erste. Erste Kunst, österreichische Kunst, ist die Johann Rumpfe. Bleibt dort mit den Kunst dort. Darum hat er auch heute im Papagei bekommen. Genau. Er ist der Erste, der dort ausgestellt wurde. Der erste österreichische bildende Künstler. Lieber Johann, wir haben gerade von dir gesprochen. Ja. Du bist der erste österreichische Künstler, der in Brasilien, das heißt bei diesem Kulturhaus, nennt sich das Kulturhaus, genau, ausgestellt hat. Ja, stimmt. Mit so 6 kleinere Bilder waren das. Teilweise Wien-Ansichten und moderne Landschaftsbilder. Aber was für mich spannend ist, war das, wie die Reaktion dort ist, weil ich ja ganz bunt mal und so wie ich das mitbekommen habe, ist das super angekommen. Absolut. Südamerika ist überhaupt sehr bunt und das merkt man. Und was mir noch ganz, ganz gut gefällt, ist einfach dieser Rhythmus der Musik und die Lebensfreude. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man Kulturen kennenlernt. Das erspart uns viele Probleme. Und für alle, die es noch nicht, vielleicht noch, da gibt es einen kleinen Irrtum. In Brasilien spricht man nicht Spanisch, sondern Portugiesisch. Das ist richtig, ja. Es ist ein bisschen anders als in Portugal, aber die verstehen sich. Aber so wie Österreich-Deutschen. Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Es gibt ja super Musik von den Südamerikanern. Carlos Jobim fällt mir da sofort ein. Ja. Und die Musik ist ja auch teilweise von der langsamen Musik als Wiener interessant, von der Melodie. Also das hat auch was für einen Wiener. Wobei, mir sind die Rhythmen wesentlich lieber, diese Energie. Genau. Es ist nicht das melancholische Wiener Lied, sondern da... Die Lebensfreude. Ja. Und übrigens du, wenn es jetzt mit der Kamera weitergeht, auf Brasilien kannst du immer setzen. Genau, auf Brasilien kann man auf setzen. Auf Brasilien kannst du immer setzen. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Es war wirklich eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Man hat ein bisschen das Feeling Brasilien mitbekommen und ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Sache gewesen. Absolut, ja. Wunderbar, danke recht herzlich. Danke. Ich danke.
wir haben heute eine wirklich tolle Aufführung erlebt, also Brasilien pur. Das ist nicht ganz ohne Grund, es gibt auch eine Ausstellung zum Thema Brasilien. Ja, das ist richtig. Also wir haben ja 2017 ist das Haus wieder eröffnet worden. Wir haben 14 Schausäle und einer davon heißt ein österreichisches Mosaik Brasiliens. Und in diesem Saal erzählen wir unter anderem die Geschichte der Erzherzogin Leopoldine von Österreich, die 1816 mit dem portugiesischen Thronfolger Dom Pedro verheiratet wurde und dann 1817 in ihre neue Heimat Brasilien aufbrach. Und im Zuge dieser Hochzeit war eben auch eine wissenschaftliche Expedition am Werk und die haben dann in den nächsten 18 Jahren über 2000 ethnografische Gegenstände aus Brasilien hier nach Wien gebracht. Da merkt man schon, dass die zu Südamerika überhaupt die Verbindung, glaube ich, von Österreich sehr stark war. Also es ist vor allen Dingen eine sehr starke Verbindung zu Brasilien, eben durch die Heiratsallianz. Es sind natürlich auch andere Länder, die österreichische Immigranten aufgenommen haben, vor allen Dingen eben während des Zweiten Weltkrieges. Aber Brasilien ist tatsächlich mit einem Viertel aller Bestände von Südamerika bei uns das am stärksten vertretene Land. Es geht ja jetzt nicht nur hier um Südamerika, es geht um sehr viele andere Länder, viele Kulturen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe eines Museums, auch diese Kulturen zu zeigen. Auf jeden Fall, weil unsere Aufgabe ist es, Diversität zu vermitteln, zu zeigen, dass es in vielen Ländern, in vielen Kulturen gleiche Fragestellungen gibt. Ja, wie baue ich ein Haus bis zu wie organisiere ich eine Gesellschaft. Und die Kulturen und Gesellschaften haben die Fragen sehr unterschiedlich beantwortet. Und ich glaube, wenn man sich diese anderen Antworten von anderen Ländern anschaut, dann kann man wahnsinnig viel lernen. Ich glaube, man kann das eine oder andere Missverständnis ausräumen. Das wäre natürlich am idealsten, weil wir haben das ja auch heute eben gesehen, dass vielleicht früher hat man irgendwie gedacht, Baströckchen wären irgendwas Primitives. Und hier sehen wir aber, dass es überhaupt nichts Primitives ist, nichts, was in die Vergangenheit gehört, sondern einfach auch ein Teil einer künstlerischen Tradition ist, die bis heute einfach in Brasilien auch weiterlebt. Eine tolle Ausstellung, die kann man in den normalen Besuchszeiten jetzt besuchen, also in den Öffnungszeiten, würde ich mal sagen. Ja, genau. Also wir haben die 14 Säle der Schausammlung, aber gerade weil wir über Brasilien sprechen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir eine aktuelle Sonderausstellung haben, die heißt Science Fictions, wenn es ein Morgen gäbe. Und dort zeigen wir auch künstlerische, zeitgenössische Positionen von indigenen Künstlern aus Brasilien. Auf jeden Fall auch eine Reise wert. Heute auch etwas, wo man ein Werk gehört hat, was sich auch, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt hat. Im Grunde genommen, es ging ja sehr viel um afro-brasilianische Religionen, den Candomblé, und die eigentlich immer schon in die Zukunft geschaut haben. Es ist also eine zukunftsorientierte Religion, die sich nicht so sehr an die Vergangenheit klammert, sondern eben versucht auch, so eigentlich aus der Not geboren, weil es entführte Afrikaner waren, die versklavt wurden in Brasilien, diese Religion sozusagen gegründet haben, ist es eine Religion, die eben das Überleben ermöglicht hat. Thank you.
Also ein ganz, interessante Nation, gemischt mit indigenen Völkern, mit afrikanischen Einwanderern, die freiwillig sind sie ja nicht eingewandert, wie wir gehört haben, und natürlich auch mit Weißen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz interessantes Becken an Kulturen. Also es ist sehr spannend, wenn man in Brasilien unterwegs ist, dann, solange man den Mund nicht aufmacht, kann man immer für Brasilianer gehalten werden. Okay. Ja? Wenn man da natürlich den Mund aufmacht und man spricht Portugiesisch mit Akzent oder so, dann weiß man das natürlich sofort. Aber beispielsweise, ich könnte sehr locker aus Rio Grande do Sul stammen, da hat es sehr viele deutsche Einwanderer gegeben. Mein Freund ist aus Wien, der wird immer für einen Sertanista aus Acre gehalten, weil er lange Haare hat. Und es gab mal einen, ich glaube, es war ein Fotograf, der war in einer kleinen Bar in Rio de Janeiro und da saßen irgendwie 20 Leute drin und der hat dann irgendwie mit allen gesprochen und alle waren aus Brasilien, sahen aber alle komplett unterschiedlich aus. Ja? Und dann hat er gesagt, kann ich bitte ein Foto mit euch allen zusammen machen? Und das zeigt eben einfach auch, dass wir uns nicht von dem, was wir so auf dem ersten Blick sehen, irgendwie leiten lassen sollen und dass diese Diversität eine Stärke des Menschen ist und keine Schwäche. Wunderbar, das möchte ich jetzt als Schlusswort stehen lassen. Das hat mir nämlich wirklich sehr gut gefallen. Und ich kann wirklich nur sagen, unbedingt das Museum besuchen. Es gibt die Brasilien-Ausstellung jetzt, die Sonderausstellung, aber auch wunderbare andere Ausstellungen. Und ich glaube, man sollte ein bisschen reinschauen in andere Kulturen. Sie sind alle herzlich willkommen bei uns. Viva o Brasil e obrigado, Alves.